Hallo meine Freunde, heute beschäftigen wir uns mit einem ganz großen Problem der 944er und zwar den Benzinleitungen oben am Motor. Dies ist eigentlich ein Konstruktionsfehler von Porsche. Und zwar war ein Porsche-Ingenieur so clever und hat die Benzinleitungen hier über den Krümmer geführt. Das heißt, wenn es hier Leckstellen gibt, hier hat schon jemand rumgetaped, dann kann es sein, dass das Benzin über den Krümmer läuft und das ganze Auto abbrennt. Warum der Spezialist die Benzinleitung nicht auf der anderen Seite des Autos führt, fragt mich nicht. Die Rücklaufleitung ist hier nur mit einer Klemme verbunden. Warum die jetzt so schwer aufgeht, ist eine andere Frage. Jetzt kommt's. Machen wir mal ganz weg. Richtig schön Platz haben. Die Klemme schieben wir auch mal ganz nach hinten und dann können wir den Schlauch runterjuggeln. Ich habe hier mal Lumen drunter gelegt, weil ein bisschen Benzin wird auslaufen. Macht sowas also nicht bei heißem Motor. Da löst sich schon das Klebeband auf. Yes, das haben die da gepfuscht. Wenn ihr mit Benzinleitungen arbeitet, müsst ihr immer darauf achten, dass da kein Dreck reinkommt ins System. Deswegen mache ich hier ein bisschen Alupapier drüber. Und das binden wir dann gerade mit ein bisschen Tesa noch fest. Der Verschluss dreht hier, das heißt, ich muss das jetzt irgendwo kontern, da das ganze, der ganze Dämpfer los ist. Für so einen Job braucht ihr auf jeden Fall offene Ringschlüssel. Mit einem normalen Gabelschlüssel habt ihr da gar keine Chance. Und irgendein Vollpfosten hat das Ding auch noch falsch montiert, weil die Nase würde normal hier im Blech halten und das wäre unsere Gegenhalterung. Jetzt müssen wir versuchen, das irgendwie zu halten, dass wir die Schraube aufkriegen, ohne das Ding zu zerstören. Wir probieren es mal mit dem Imbusschlüssel, indem dass ich die Nase, also die zwei Löcher miteinander verbunden habe und dann kann ich hinten versuchen zu öffnen. Und das Teil ist offen. Es ist nur ein Moment, bis es kommt. So, für die fehlende Mutter hier habe ich gleich mal Ersatz gefunden. Das ist übrigens ein 16x1,5er Feingewinde. So, die können wir dann auch gleich festziehen. Und auch hier ganz wichtig, weil das ist nämlich die Zulaufleitung, abdecken bis zum Ende der Reparatur. Und leider verschwinden diese Benzinleitungen jetzt hier ohne weitere Verschraubung unter der Rathausschale. Deswegen muss jetzt das ganze Rathaus ausgebaut werden. Zum Ausbau der Rathausschale muss natürlich das Rad weg. Machen wir lose, bevor das hier aufpoppt. So, ihr nehmt die Kiste am Bordwagenheberaufnahme hoch. Dann setzt ihr ihn vorne am Längsträger an der Markierung auf massives Holz. Und dann kann das Rädchen ab. Die Innenverkleidung hat mehrere von diesen komischen Kunststoffmuttern, die auf Stehbolzen stecken. Da ist noch einer. Die dritte befindet sich hinter dem Federbein, hängt auch nur an der Lasche. Die vierte befindet sich oben im Dom. Zwei Schrauben sind hier unten am unteren Rand. Und an die kommt man natürlich wieder sehr gut bei. Okay. Wenn der nicht will, könnte auch den Halter selbst wegmachen. Der hängt eins unten dran, der hängt hier drunter. Der hat wieder so eine lustige Kunststoffmutter. Zwei Blechschrauben sind hier vorne. Sitzt noch eine hier unten im Eck. Die letzte Schraube sitzt hier im Eck, die hat dann zum Abwechslung auch eine andere Schlüsselnummer. Eine 8. Schlüsselweite, die andere hat einen 10.
ist auch eine metrische Schraube, kann man nachher nicht verwechseln. So, den Innenkotflügel hier abziehen. Fällt das Ding mal langsam aus. Ihr müsst vor allen Dingen hier aus der Kante und dann da oben an dem Dom vorbei. Und dann kommt das Ding in dem Winkel raus. In dem Winkel muss es nachher auch wieder rein. Die ganze Rathausschale mussten wir nur deshalb abnehmen, weil hier noch zwei Halter für die Leitung verbaut sind. Die haben diese komischen Plastikverschraubungen hier. Mit etwas Gefühl kriegt er da eine 4er Imbus rein. Und dann könnt ihr die Dinger da genüsslich rausschrauben. Und dann gehen die Klammern ab und jetzt kommen wir an die Leitungen hin. Hier unten sind noch zwei weitere von den schlustigen Haltern verbaut. Die müssen wir lösen, dass wir genügend Freiraum haben, die hintere Leitung zu schneiden. Wenn der Imbus mal steckt, mit viel Gefühl langsam das Plastik lösen. Wenn es mal los ist, habt ihr schon gewonnen. Einer noch und wir haben es auch schon geschafft. Die Entlüftungsleitung ist hier nochmal verbunden. Ich öffne mal den Verschluss. Geht ein bisschen schwer, da ist ein bisschen Unterbodenschutz dran. Die Seite machen wir natürlich auch weg. Neuen Schlauch gibt es gratis. Zum Schneiden der Rohrleitung braucht ihr so einen Miniaturrohrschneider. Ich trenne sie jetzt erstmal hier, weil ich möchte mal erst den Teil rausmachen und dann können wir da hinten genau ausmessen, wo wir mit der gebogenen Leitung hinkommen. Immer drehen, zustellen. Die Rücklaufleitung hat kein Rückschlagventil. Das heißt, da läuft jetzt erstmal der ganze Tank leer. Deswegen müssen wir das jetzt alles schön im Kanister umfüllen. So, wenn die unten mal los ist, können wir sie hier im Rathaus langsam rausarbeiten. An der Stelle hier wird es fürchterlich eng. Mit etwas zärtlicher Gewalt, kriegen wir das Ding hinter der Bremsleitung durch. Die andere Leitung schneiden wir am besten in ähnlicher Stelle ab, dann können wir sie zumindest leichter ausbauen. Und wir müssen eh das Maß von hinten nehmen. Hier läuft natürlich nicht mehr viel Benzin aus, es ist nur noch das, was in der Leitung steht. Und da hinten durch kriegen wir das Teil raus. Die neue Leitung schieben wir jetzt in Gegenrichtung, also von unten her kommend durch die ganzen Engstelle. Da geht sie schon mal ganz gut durch, jetzt müssen wir sie noch hier durchkriegen. Dann haben wir schon fast geschafft. Ja. Okay. So, die Leitung ist wieder halbwegs in Shape. Da weiß ich noch nicht ganz, wo wir hier waren. Wenn wir fest machen, fädeln wir auch noch die andere rein, dann haben wir mehr Freiheit. Die gleiche Nummer hier in der Maute durch. Bei Benzinleitungen kommt es immer darauf an, dass man möglichst sauber arbeitet. Das heißt, die sind hier auf der anderen Seite noch offen. Ich blase die erstmal durch und dann montieren wir sie. Erstmal die Klemme wieder drüber. Und die hier, das ist die Rücklaufleitung. Die ist eigentlich unkritisch, außer dass der ganze Tank leer läuft, aber sie steht ja wenigstens nicht unter Druck. So, festmachen tun wir sie später, nicht dass wir nochmal kurven müssen, wenn unten was nicht passt. Das gleiche hier. Dann kommt unsere Schutzkappe wieder runter.
Festgeschraubt haben wir das Teil hier schon. Und dann könnt ihr sie hier oben anschrauben. Wieder die gleiche Nummer wie vorhin. Anziehen tun wir nachher, wenn wir uns sicher sind. Jetzt müssen wir die Leitungen von oben nach unten gehend einbauen. Die Leitung kommt hier, so in den Halter. Und die muss hier rein, in den Teil vom Gummi. Und der Halter muss wieder hier an die Stelle. Auf die Halteklammern könnt ihr gut Vaseline packen, schützt einmal verrost. Und zweitens schützt auch den Gummi. Den da drauf setzen. Dann müssen wir den da mal ansetzen. Wir machen jetzt noch nicht fest. Es geht ja nur mal darum, dass der irgendwie hält. Dann machen wir das gleiche hier an der Stelle und dann geht es unter dem Fahrzeug weiter. Unter dem Fahrzeug werden die Leitungen jetzt mit so einer Schneidringverschraubung zusammengefügt. Die funktioniert so, dass es den Ring nachher hier drin zusammendrückt. Die ist original von Porsche, die gibt es komischerweise im Ersatzteilkatalog. Für die Rückleitung musste sie beim Klempnerbedarf kaufen. Das Teil hat aber eine gewisse Dicke und das müssen wir jetzt berücksichtigen, wenn wir die Leitungen schneiden. Wenn ich hier reinmesse, rutscht die Leitung 7 mm rein. Okay, die Leitung hier hat noch einen Knick, den müsste ich jetzt entweder hier drauf machen, aber ich glaube, wir können ihn gerade natürlich ausnutzen. Hier sind wir nämlich ganz nah am Halter und der hier biegt sich dann schon auf die Länge hin. Das passt dann schon. Das heißt, ich schneide hier mal ganz knapp an der Bördelung ab. Die Bördelung selbst können wir natürlich bei der Klemmringschraube nicht benutzen. Nachstellen, einmal rum, wieder ein bisschen nachstellen und so schneidet er sich langsam durch das Material. Und der Vorteil von dieser Methode ist, sowas funktioniert spanfrei. Die Schraube kann natürlich jetzt runter und hier kommt jetzt unsere Klemmringverschraubung drauf. So, der muss jetzt so rum drauf. Das kriegen wir hin. So, jetzt zeichne ich mir das am anderen Rohr an, wo wir hier geometrisch liegen. Von der Außenkante her müssen wir hier 14 mm schneiden. Das ist die Lücke, wo wir für die Verschraubung brauchen. Muss ich genau Maß nehmen. Und dann gleich nachstellen, dass er nicht mehr abrutschen kann. An dem Fehlkörper. So, jetzt ist er durch. Dann schauen wir mal mit dem Winkel. Ah, das wird wunderbar. Das kriegen wir genau hin. Die Schneidringverschraubung von Porsche hat hier eine dünne und hinten eine Wulst. Eine dünne Seite und hinten eine Wulst. Und die muss so reingehen. Das heißt, wir müssen wulstseitig aufdrücken. Erst muss die Mutter drauf. Dann muss das Ringchen drauf mit der dicken Seite. Auf der anderen Seite hatten wir das ja schon mal montiert. Die Verschraubung drauf. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch anziehen. Die gleiche Nummer auf der anderen Leitung. Bei der anderen Verschraubung müssen wir natürlich das Maß neu bestimmen, weil die hat ja 8 mm und keine 10. Sind aber auch 7 mm. Und dann brauchen wir natürlich die Gesamthöhe. Die sind 20. Von den 20 kommen die 2×7 weg. Das heißt, die kleine Verschraubung hat bloß 6 mm. So. Hier kennzeichnen wir die, was haben wir gesagt, 6 mm. Gut. Eine Umdrehung, gleich nachziehen, nachziehen, drehen. Und wir haben auch die abgeschnitten. Jetzt kommt jeweils die Mutter drauf, dann kommt die Mutter auf der anderen Seite drauf, immer schön richtig rum ansetzen. Bei der Verschraubung sind die Ringe symmetrisch, muss man also nicht aufpassen. Da kommt noch ein Ring drüber.
So, und jetzt noch die Verschraubung dazwischen. Immer schön zusammendrücken und jetzt können wir sie anziehen. Ein bisschen mit Gefühl arbeiten. Die schneiden sich jetzt langsam ins Material rein. Mit der anderen Verschraubung. Immer ruhig bleiben. Schneiden sich halt ins Material rein. Dauert ein bisschen. Für die Tankentlüftung schneiden wir uns auch ein passendes Stück neuen Schlauch zu. Dann verbinden wir natürlich auch noch die Tankentlüftung. Noch will sie nicht ganz drauf, machen wir die Klemmen noch ein bisschen auf. Die Klemmen ziehen wir natürlich auch an. So, jetzt fangen wir von hinten an, die Leitungen wieder reinzuarbeiten. Dann kommt die Klammer hier wieder drüber. Dann sucht er da oben wieder den Halter. Dann könnt ihr das schön zumachen. Nicht übertreiben, so reicht es, wenn das Ding durchgeht. Immer schön in die Gummis einhängen. Müsst ihr immer darauf achten, dass die wirklich alle in der vorgesehenen Lage im Gummi sind. Und die sind auch unterschiedlich dick, die Gummis. Die dicke Leitung war hier, die dünne war hier. Ah, da passt nicht ganz. Seht ihr? Jetzt passt. Und jetzt können wir es verschrauben. Dann kommt der Halter wieder drüber. Und jetzt können wir es oben wieder festschrauben. Mal ansetzen. Und dann schauen wir erstmal, dass wir den Halter noch reinkriegen. Den haben wir auch. Dann kommt der. Zum Ende der und jetzt müssen wir nur noch da drüber. Jetzt müssen wir nur noch den Halter hier reinkriegen. So, das war der letzte. Und ihr seht, das mit der Krümmung ist gar nicht falsch, weil dann hat nämlich die Klemme hier einen richtigen Abstand zum Boden. Da müssen wir den noch festmachen. Die Klemme hier, der Schlauch muss ganz drauf sitzen. Die Klemme hier muss so sitzen, dass es schön im Fleisch des Gummis schneidet, also nirgends drüber vorsteht. Die zieht er jetzt an mit Gefühl, nicht zu steif, sonst schneidet es zu sehr in den Gummi. Und dann die andere Seite natürlich auch. Für den finalen Anzug nehmen wir aber hier wieder den Hydraulikschlüssel. Und dann zieht er die auch gut fest, so müsste es reichen. Jetzt können wir testen, da brauchen wir aber erst wieder ein bisschen Benzin im Tank. So, machen wir mal ein paar Tropfen rein. Beim Probelauf müsst ihr nun bedenken, dass die Kiste ewig nicht anspringt. Auf Zündung gehen hilft auch nicht, weil mit rein Zündung läuft keine Benzinpumpe beim 944. Und aus. Die Rathausschale müsst ihr so ansetzen. Die kommt da rein. Dann muss über die ganze Bremsanlage hinten rüber. Und jetzt kann sie hier im Dom hoch. Plastikmuttern. Macht so schöne große Unterlagscheiben drunter, damit die Laschen nicht ausreißen. Eine Plastikmutter hatte ich hier hinten noch lose gemacht. Die eine Blechschraube war hier. Hier oben war die metrische Schraube, die einzige metrische Schraube in der Sache. Hier unten war noch eine weitere von den Blechschrauben. Alle mal ansetzen, festschrauben, können wir die Sache immer erst, wenn die ganze Sache in Form ist.
Stichschraube war hier im Eck an dem kleinen Halter und die andere sitzt hier drunter. Das war die letzte, das heißt, wir können gleichzeitig anfangen anzuziehen. Und zu guter Letzt ziehen wir die Plastikmuttern fest. Da müsst ihr ganz gefühlvoll arbeiten, die vertragen gar nicht viel. Oben drin im Dom ist auch eine. Und da auf der Seite war die letzte. Und die metrische hier dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Die kann wieder fester angezogen werden. Ist ja kein Plastik. Die hat ein irrsinnig langes Gewinde, also viel Spaß. Jetzt kann das Rad wieder drauf. Vorher machen wir noch ein bisschen Fett auf die Radnabe. Die Radnabe ist aus Alu, das heißt, hier dürft ihr keine Kupferpaste benutzen, aber ein Hauch Keramikpaste kann nicht schaden. Dann zieht ihr die Schrauben mal handfest an. Wenn das hier ein bisschen gegenhaltet, könnt ihr hier schon mal ganz kräftig anziehen. Drehmoment kommt, wenn er wieder unten steht. Und immer so schön im Stern. Ein kleines Stückchen muss er wieder hoch, damit wir das Holz rausbekommen. Dann kann das Holz wieder aus dem Fahrzeug. Und dann kann er wieder auf sein eigenes Beinchen. Und zum Schluss müsst ihr die Radmuttern noch mit 130 Newtonmeter anziehen. Auch das macht er wieder schön im Stern. Also hier, dann kommt die, dann die, dann die und jetzt ist schon der ganze Sowjetstern zu Ende. So, das war eine ganz wichtige Reparatur, weil wie gesagt, mit Benzinaustritt an dieser Stelle ist nicht zu spaßen. Deswegen soll man ja auch immer mit dem Feuerlöscher rumfahren. Also, tschüss, bis zum nächsten Video